hier ist Anna mit Russland News. Mehrere Monate gibt es nun von Seiten der EU und Nordamerika Sanktionen gegen Russland und entsprechende Gegenmaßnahmen, die massiv sind. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn in der EU sind die Sanktionsgegner in der Minderheit. Ich will mit euch deswegen einmal nachschauen, wie in Russland die Folgen der Sanktionen ausschauen. Als Gegenreaktion gegen die Sanktionen hat die russische Regierung den Import vieler Lebensmittel aus der EU gestoppt. Wie wir schon in einem früheren Bericht gezeigt haben, sind die Supermarktregale dort trotzdem voll und alles zu bekommen. Zu einem sind anstelle der EU oft andere Lieferanten eingesprungen. Zum anderen macht momentan Weißrussland ein Geschäft damit, zum Beispiel Lachs aus Norwegen einzukaufen, weiter zu verarbeiten und dann für einen guten Preis nach Russland als weißrussischen Lachs weiter zu verschicken. Die Russen merken vom Importstopp aber schon etwas in ihrem Geldbeutel. Denn die Waren von woanders oder über Umwege sind viel teurer. Da der Rubel momentan sowieso sehr schwach ist, ist einiges für Normalbürger wieder ziemlicher Luxus geworden. Die letzte Sanktion des Westens betraf den Finanzbereich. Große russische Banken und Konzerne kamen auf eine schwarze Liste und bekommen im Westen keine Darlehen mehr. Finanzprobleme haben die Banken deswegen nicht, denn sie haben die Einlagen von Kunden und die Möglichkeit, im Inland und in Asien Devisenkredite aufzunehmen. Ein größeres Problem im Finanzsektor ist eher der psychologische Moment als die direkten Sanktionsfolgen. So gibt es unzweifelhaft Kapitalflucht aus Angst. Die hat auch wieder mit dem schwachen Rubel zu tun. Wird die wirtschaftliche Lage schlechter, droht ein Run der Kunden auf ihre Einlagen. Und so ist alles zusammen nicht ungefährlich. Auch andere Sanktionsbereiche wirken momentan wenig, könnten aber bei längerer Dauer schlimmere Folgen haben, wie der Exportstopp von USA und EU für Ölbohrspezialgeräte. Auch außerhalb von Russland gibt es viele Sanktionsverlierer. Vor allem Exportnationen, die bisher vieles nach Russland geliefert haben. An erster Stelle Deutschland. Seine Exporte nach Russland sind über ein Viertel zurückgegangen. Wie bei Russland ist das nicht der alleinige Grund, dass momentan die deutsche Wirtschaft strauchelt. Aber wie im Falle von Russland verstärkt der Sanktionskrieg die beginnende allgemeine Krise. Gewinner des bösen Spiels gibt es nur außerhalb von Europa. Asiaten und Südamerikaner freuen sich über neue Exportmöglichkeiten. Die USA freut sich über die neue Treue Westeuropas zum gemeinsamen Bündnis gegen Russland, das einen selber wenig kostet. Die Dummen sind dabei neben Russland leider auch die Verbündeten, nämlich die Europäer, die nicht nur die ukrainische Gasrechnung in Zukunft zahlen werden mit weniger Geld.